mit seinem Boot fliehen, das wird bestimmt in der Nähe sein, deswegen können wir einfach, denke ich mal, drauf los. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 6. Wir schon da unten sind. Wingsuit lässt sich hier nicht öffnen. Ich muss zur Marina. Sergio will vielleicht mit seinem Boot fliehen. Das sieht noch ziemlich eingepackt aus, das Boot. Ach, diese Statuen. Da ist das Vajrayana-Schwein. Ich krieg dich. Du entkommst mir nicht. Mit einem Boot fahren? Den Weg laufe ich nicht. Ich werde nicht so ein blödes Quad nehmen. Jetzt hat er Vorsprung, aber wir haben jetzt eine ganz schnelle Karre. Schneller geht's praktisch gar nicht. Wir sollten wirklich mit der Karre herkommen. Ich denke, wir fangen hier unten gleich wieder an. Da ist das Vajrayana-Schwein. Ich krieg dich. Du entkommst mir nicht. Komm, steig aus, wir haben es eilig. Wie immer. Ich wäre ein Quad doch besser bei Gelände und so. Aber der hat ja auch kein Geländefahrzeug. Lebend in unsere Gewalt bringen. Was macht die Karre mit? Interessant. Andersherum. Wir ihn, wenn wir wollen. Nichts mehr. Min. Du weißt gar nicht mehr. Hat einfach das Maulensteig aus. Hör auf, wir zu folgen. Oh, Mina. Verschwinde gefälligst. Raus da. Raus da. Fährt in so eine Mine, die ganz dick aus dem Strand herausguckt. Da ist das Vajrayana-Schwein. Scheiße, der ist schnell. Wir sind schneller. Wenn er mal ein bisschen schneller wäre. Wenn ich umbringe, wie bekommen wir ihn aus dem Auto raus? Ich finde meine Taktik gerade eben gar nicht so verkehrt. Das Auto muss einfach lahmgelegt werden, es darf einfach keine Leistung mehr haben. Die Schnauze. Hab ich dich, Hijo de Puta! Du weißt gar nicht, mit wem! Gehirnerschütterung zweiten Grades, Schürfwunden, ausgerenkte Schulter. Matthias! Lass mich raten, du hilfst mir, um zu beweisen, dass du der Bessere bist.
Wo zur Hölle ist El Doktor? Viviro, Verarbeitungszentrum, Gebäude 13. Was soll das, Paolo? Meinst du, El Doktor hält die Paria-Lager ohne Leute wie diesen Scheißkerl am Laufen? Nichts davon. Nichts von dieser ganzen Schweinerei würde passieren, wenn es Ärzte wie ihn nicht gäbe. Scheiß auf ihn. Ich hab kein Mitleid mehr. Und ein schweres Schädelhirntrauma. Woher kenne ich seine Stimme? Scheiße. Komm, Danny, wir haben schon ein paar umgelegt, ein paar viele. Jetzt sieht er aber wieder ganz schön intakt aus. Hat überhaupt die ganzen Einschusslöcher hergehabt? Danny, komm zum Aussichtspunkt beim Biovida-Labor. Wir starten El Doktor einen Hausbesuch ab. Das wurde aber auch Zeit. Wir beide werden ihn umlegen. Und wir treffen Castillo da, wo es wehtut. In seinem scheiß Portemonnaie. Na sowas, Paolo. Du hast mich zum Lächeln gebracht. Bis bald. Angel de la Muerte. Einsatz. Jetzt sieht er wieder aus wie gerade eben. So werden die Dinger am Strandplatz, damit die Leute da entgegenlaufen. Barbarer Untersatz. Pass gut drauf auf, Michita. Das weiß ich zu schätzen. Ist ja ganz in der Nähe. Hoffentlich kommen wir dahin. Hier ist nämlich ziemlich viel Wasser, ansonsten... Ah, wir fahren sich jetzt aber einfach zurück. Das könnte sich ansonsten ziehen. Hier ist nämlich nur Wasser. Wir fahren zurück. Dinos. Schon, dass wir das letzte Mal lang sind, wenn noch ein Gerät, was eine Injektion abgibt. Eine Explosion will ich. Denkt sich der Panzer auch. Schafft aber nicht. Fahren gefühlt schon zu weit. Nee, fahren wir nicht. Wir haben geholfen. Muss reichen. Scheiße, ist im Arsch. Das ist nämlich so sauber. Geparkt. Nada, hier ist nichts. Müssen wir es in die Luft jagen? Ist das ein Fisch? Eher ein Blatt. Ei! Ah! Sehen wir nach. Hat jemand umgeballert? Ha!
Hatte der auch einen Alarm? Da hinten ist noch was Grünes, oder? Scheiße. Schon wieder mal hier. Wir haben gefühlt die Hälfte aller Orte, wo wir später hin mussten, schon mal erlebt, weil wir die halt schon abgegrast haben. Weil Neugierde und so. Weil es uns einfach hingetrieben hat. Das Visier. Na, wann können wir zahlen? Jetzt. Arschloch zur Strecke bringen. Haben wir schon eine Karte? Nein. Wird aber kaum irgendwo hier draußen rumliegen, dann höchstens bei einem Lloyd. Da alles drin. Wahrscheinlich Stoffe, die es für Vivido braucht. Die einfach verschwinden. Die dicken Kisten verschwinden nicht einfach so. Ich komme auch da übers Dach rein. Da ist schon eine Leiter zu sehen. Das sieht doch noch was aus. So, jetzt wird's Zeit. Ich komm hier aber nicht einfach so rein.
fliegen aber Glassplitter raus. Schlüssel hängt, vielleicht kommt man noch von drinnen raus. Das wäre halt doof. Die Tür werden wir nicht nutzen können. Nee. Dass wir hier nicht weiterkommen. Schlüsselkarte, Schlüsselkarte unter der Treppe ist auch keine Schlüsselkarte. In den Jackentaschen wollte ich schon gucken, wenn es überhaupt Taschen gibt. Bei so einem Anzug denke ich eher weniger. Hat wieder jemand ganz gemacht, der Knopf sieht in Ordnung aus. Kann durchkommen. Ich glaube nicht, dass wir hier mit Dynamit weiterkommen. Da sind Sachen verschwunden. Ist da oben jetzt auch was verschwunden? Ein paar Ordner? Aber nicht so, dass wir hier weiterkommen. Ich denke nicht, dass es eine zweite Stange braucht. Irgendwie die Schlüsselkarte. Vielleicht beim Pförtner. Eigentlich müsste man die Tür auch so aufbekommen. Das Ding läuft nicht heiß. Krass. Munition. Hier aber auch. Keine Schlüsselkarte. Wenn jetzt noch jemand rumliegen würde, die sind alle verschwunden, weil wir schon zu weit weg waren, dann ist das ein Zeichen für, der hat eine... Wow. Schlüsselkarte. Denn wenn der unwichtig wäre, würde er verschwinden. Schlüsselkarte. Ich komme wieder runter. Nein, tot von oben. Keine Schlüsselkarte dabei. Er hat auch keinen wichtigen Namen, also wird er wohl auch keine Schlüsselkarte dabei haben. Mann! Besuche ihn in der Nähe. Ich denke mal, der wird schon hier drin sein.
Also Bros, Missionsbeginn. Eine Schlüsselkarte übergeben könnte, oder? Einer von den Libertad-Anhängern. Warum? Willkommen am Viviro Ground Zero. Warum? Ich mach das für dich. Hast du eine Schlüsselkarte dabei? Aber warum? Sag mal. Gebäude 13. Das ist es. Viviro, die Parias. Alles fing mit dem Stück Scheiße an, das sich da drin versteckt. Ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn wir beide uns aufteilen. Ich rufe ein paar unserer Guerilleros. Wir werden Sprengsätze legen und diese ganze Viviro-Operation zum Teufel schicken. Es wird nicht leicht sein, aber du musst irgendwie in dieses Gebäude kommen und das Arschloch umlegen. Heute heißt es er oder wir. Denn nochmal bekommen wir so eine Chance nicht. Du hast mich wachgerüttelt, Danny. Ich bin vor Castillo davongerannt. Vor Maria, vor allen. Jetzt rennen sie vor mir davon. Das ist für Thalia. Aber wir brauchen keine Leute mehr. Wir haben schon alles platt gemacht. Wir müssen nur noch rein. Wir beenden das dann, die Töter El Doktor. Du weißt von El Doktor. Weißt, wo El Doktor ist. Er kann nicht mehr. Er kann sich nicht mehr verstecken, Danny. Finde einen Weg ins Gebäude 13 und töte ihn. Wir werden das kranke Mistschwein beerdigen. Kranke Mistschwein, du hast einfach einen Hund einfach so umgebracht. Stimmt, hinten hätte ich immer versuchen können reinzugehen. Aber. Wo kommen die denn jetzt her? Wir haben hier doch schon aufgeräumt. Müssen wir jetzt nochmal umballern, nur weil wir das jetzt gestartet haben? Oh. Na dann. Die Alarme sind aber kaputt. Das war gut. Komplett verriegelt. Komplett verriegelt. Komplett verriegelt. Komplett verriegelt. Komplett verriegelt. Geil. Sie werden einen Bodenangriff erwarten. Versuche stattdessen über die Dächer hineinzugelangen. Tod von oben? Ist ein Versuch wert. Tod von oben. Da bist du ja. Hallo. Was geht ab, Danny? Der schnellste Weg rein ist mit einer Waffe. Das Ding ist konstruiert wie ein Bunker. Du musst deinen Kopf anstrengen, um in die Gebäude zu kommen. Wir brauchen einfach nur jemanden mit einer Schlüsselkarte. Wie auf einmal Autos vorgefahren sind. So komme ich aufs Dach. Kommen wir da jetzt weiter, nur weil wir jetzt in der Mission sind? Den nicht vorher drücken können. Was ist das denn hier? Auf den Geländen sind die Legios. Sie wollen alles zerstören, was wir hier aufgebaut haben. Tötet sie alle. Du nennst dich Arana? Ich bin nur Medizinstudent. Und eine Marionette. Wir werden von Terroristen angegriffen. Verteidigt das Legio. Verteidigt den Weg ins Paradies. Paolo, wenn du das sehen könntest.
Was ist los, Dani? Was hast du gefunden? El Doctor's Labor. All seine Experimente. Reiß dich zusammen. Wird El Doctor heute sterben? Der wird sowas von sterben heute. Bin ich absolut dafür. Bevor der noch mehr Scheiß anrichtet. Die irgendwelchen Leuten irgendwelche Injektoren verpflanzen. Kommen wir jetzt hier weiter? Kann er bitte mal aufmachen? Ah. Was hat er dir angetan? El Doktor! Er hat mich Ayudame! Was gespritzt. Ihr verdient es nicht. Hilf dem Typen. Bitte, nicht schießen. Hilf ihm. Notiz des Doktors. Dieses Gebäude ist mein Heiligtum. Ein unendlicher Vorrat an Testpersonen, vollständige Überwachung und Kontrolle. Ich werde mein wissenschaftliches Vermächtnis sichern, sowohl für Yara als auch für das Regime. Stellen wir mal Benzin auf den Tisch. Der Doktor ist ein Monster. Also wie Castillo. Ja, überall Blut ist und das. Ein Labor, wo eigentlich auch alles klinisch rein sein sollte. Halt sie in ein paar. Auf dem Gelände befinden sich die Legios. Sie wollen alles zerstören, was wir hier aufgebaut haben. Tötet sie alle! Okay. Kannst du laufen? Sieht nicht so aus. Dani! Jetzt meldest du dich schon das zweite Mal freiwillig für meine Experimente. Oh. Du krankes Schwein! Ich hab gesehen, was Viviro anrichtet. Und ich werde das hier genießen, das kannst du mir glauben! Mit dir ist nicht zu reden, was? Wusstest du auch schon, was eine hohe Dosis PG-240 mit deinem Körper anrichtet? Oh, totale Vernichtung. Halt's Maul! Ich töte bedeutend schneller als Krebs. Wir haben ein kleines Problem. Dein Herz und dein Hirn werde ich behalten. Den Rest verfüttere ich an die Hunde. Das ist gut für ihre Knochen. Ich werde dich umbringen! Spürst du dieses schreckliche Gefühl? Das ist Multiorganversagen. Leb wohl, Dani. Du bist tot! Hörst du mich? Unmöglich. Ich werde hier nicht sterben. Wo ist er hin? Er ist runtergeflogen. Das ist vielleicht ein Zeichen. Vielleicht muss man da irgendwie hoch. Vielleicht auch nicht. Deine Überlebensinstinkte sind stark, aber du bist nur eine Ratte in meinem Labyrinth, dann. Die machen mir sowas von kalt. Das strömt hier durch. Der füllt gerade sein gesamtes Gebäude mit dem Scheiß. Du entkommst mir nicht! Die muss ja den gleichen Weg gegangen sein, wie wir gerade reingekommen sind. Weißt du, was absolut ist? Der ist nicht recht. Wach ist. Ganz langsam mit meinem Skalpell. Was hängt denn hier? Oh, das war's. Wir waren zu langsam, wir haben uns zu lange im Raum aufgehalten. Auf dem Gelände befinden sich Illegios. Sie wollen alles zerstören, was wir hier aufgebaut haben. Tötet sie alle! Ach, verdammt. Was war das?
Der Doktor ist ein Monster. Ayúdame! Wir werden von Terroristen angegriffen! Verteidigt das Limo! Verteidigt den Lebensparadies! Halt sie ihnen ein, Paolo! Nimm dieses Arschgesicht um. Alles okay? Kannst du laufen? Da dürfen wir noch nicht rein. Unmöglich. Doch. Deine Überlebensinstinkte sind da. Keine Luft! Aber du bist nur eine Ratte in meinem Labyrinth. Der Typ da drin wird auf jeden Fall sterben. Was absolut du kontrollierst. Jemanden zu operieren, der im... Kommst du nicht! Ganz langsam mit meinem Skalpell die Horte zu. Wo bist du? Das ist... Welcher von euch ist real? Waisenkinder sind die besten Testobjekte. Die waren zu porös aus. Und es kümmert keinen. Im Moment umlaufen wir ihn. Ach du Scheiße, nicht viele. Da war der Richtige. Das hat er sich gezeigt. Meine Arbeit ist noch nicht fertig! Wir sehen uns in der Hölle. Paolo, El Doctor ist tot. Ja, Dani, du hast es geschafft. Was machen wir jetzt mit den Leuten? Du hast gerade das Beste getan, was man für sie tun kann. Und jetzt, raus damit dir. Lachen Sie, mi gente. Juan ist schon mit einem Hubschrauber unterwegs. Juan? Alter, wie... Hast du gedacht, ich finde nicht raus, was ihr Kind so treibt? Wisch dir den dummen Gesichtsausdruck ab und mach mir eine Landezone frei. Paolo, wir treffen uns am Landeplatz. Und Juan? Danke. Ist das Ding wieder ganz? Ist ja alles wieder an und ganz. Hier geht's ja ab. Landeplatz 2 machen. Ist der Rucksack wieder bereit? Zum Glück sind hier noch ein paar andere. Danke. Oh, ist ein Explosivkasten, da wollte ich mich gerade hinterstellen. Der Paolo wieder, liegt irgendwo rum. Ich glaube, er wurde wieder aufgestellt. Container, hau ab. Sieht sich an wie ein letztes Gefecht, Paolo. Wäre mir eine Ehre, neben dir zu sterben. So ein Scheiß. Wie wär's, wenn wir nicht sterben? Klingt nach dem besseren Plan. Wo kommt die beschissene Kavallerie? Ist das Mann? Pass auf dich auf, Dani. Eher nicht. Das ist nicht so viel.
Beste. Das werde ich als Kompliment. Das Wetter dazu auch noch. Feuer immer noch heiß. Wird nicht besser. Das war knapp. Boah, da liegt wieder irgendwo rum. Ich such den da jetzt nicht. Schön irgendwo. Oh, Brandgeschosse. Die Fahne da oben. Scheint windig zu sein. Bei diesem Wetter. Ich würde sagen, wir haben Maximus Matanzas. Doktor? Tot! Rekrutiert. Was für eine Tragödie. Die Siegesgöttin war heute auf unserer Seite. Genießt es, Guerreros. Denn morgen treibt sie es mit jemand anderem. Schieß einfach Feuer im Heli. Der Trupp, um in Esperanza einzumarschieren, wächst weiter. Jetzt gibt es schon noch eine Zwischensequenz. Aus dem Hotel. Noch nie was von Pedro Torero gehört? Diese Generation ist verloren. Hört er nie auf zu reden? Nein. Talia! Pio! Ich dachte, du wärst tot. No, fuck no. Hey, Doktor! Tot. Und Castillo ist der Nächste. Du klingst anders. Du hörst mich zum ersten Mal, Micha. Du marschierst mit mir nach Esperanza? Ich kämpfe dich. Ich jag Castillo eine verdammte Kugel in den Kopf. Aber denk nicht, dass nee, ich das dich machen wir. Lasse. Naja, vielleicht noch nicht. Es ist leicht, von Familie und Gleichberechtigung zu reden, wenn man kein Land regiert. Mhm. Wenn deine Revolution vorbei ist, hat meine noch nicht mal angefangen. Also halten wir das mal fest. Bicho. Si, Kapitän. Königin Clara. Ich meine Jefa. Nenn mich Paz. Paz. Radio Libertad möchte was von unserem neuesten Kommandante hören. Sieh mir's durch. Wirst du allen sagen, dass Libertad meine Idee war? Scheiße, das werde ich mir ewig anhören. Ich hasse diese verdammte Musik. Es ist nicht Pedro Torero. Ah, genau, Dani. La revolución vendrá. Mi pueblo no aguanta más. Ay, con la Yara unida, mi hermanos. Que aquí venimos para luchar. Damit steht der Trupp jetzt. Wahre Yarana. Diese Terroristas, die uns heimsuchen, haben keine Vision für Yara. Sie wollen nichts als Chaos. Sie... Diego. Sie, Papa. Sie wollen nichts als Chaos. Das passt nicht. Das hast du schon mal gesagt. Scheint wohl auch nicht mehr so ganz fit zu sein, ne? Oh. Schon geöffnet? Si, Señor Presidente. Dann sollten wir ihn erlösen. Er bekommt eine Transfusion. Von dem... Es klingelt keine Stunde, Señor Presidente. Hola, Fascista. Ich erkenne diese Stimme. Gefällt dir mein Geschenk? Du hast ihn ermordet, was für eine Überraschung. Und durch die gefundenen Infos konnten wir 10 Ladungen von deinem kostbaren Viviro kapern. Ich hätte da eine Frage, Senora Garcia. Wenn ich tot bin und Yara brennt, was genau ist dann der Plan? Händchen halten? Und Lieder am Feuer singen? Pinga! Wer hat dir das verraten, Fascista? Du nennst mich Senor Presidente! Werf die Kamera an. Ich kann jetzt zum Volk sprechen.
Papa? Was? Halbner. Läuft, Signor Presidente. Mit großer Trauer gebe ich bekannt. Ein Held des Paradieses ist tot. Dr. Edgar Reyes. Er war nicht nur der Kopf hinter Viviro, sondern auch ein persönlicher Freund. Hat sich bewahrheitet, gesundheitlich angeschlagen. Hallo. Die Vuelta. Castillo wird richtig sauer sein. Was geht denn hier ab? Alles klar? Du hast Dr. Reyes getötet, oder? Ja, mal nochmal zur eigenen Kontrolle. Geschichte abgeschlossen. Hier habe ich alles, was ich will. Hier eben. Ich klammer jetzt mal die Kryptogrammakisten und die USB-Songs aus. Und auch die Rennen. Die sind mir nicht so wichtig. Geschichtsfortschritt 100. 100, 100, 100. Bleibt nur noch Esperanza. Ein Hinterhalt. Neyaranische Geschichte. Kryptogramme und zwei Songs so nebenbei. Und mit dem Rücken zur Wand, wir müssen alleine mit Clara reden. Das war bisher nicht drin. Okay, wir marschieren dann ab der nächsten Folge so langsam in Esperanza ein und bis zum nächsten Mal. Ich bin fertig deswegen. Macht's gut. Diesen Arschloch waren alle anderen egal. Ich würde Paolo gerne mal mit dem Hammer sehen. Und tschüss.